Willkommen zurück zu Let's Play Bakugan Battle Brawlers und wir schauen uns einmal unsere nächsten Gegner an und es ist kein anderer als kurz warten, denn tatsächlich wir müssen nun gegen den Hauptcharakter. Allerdings würde ich nun erstmal vorschlagen, dass wir unser Deck ein bisschen aufbessern. Dafür gehen wir einmal zurück und wir besuchen jetzt den Bakugan Laden. Dort wartet schon Alice auf uns. Gehe ich mal von aus. Hi, wie kann ich dir helfen? Wir schauen uns mal die Karten an. Das sind Torkarten. Wir benötigen allerdings Fähigkeitskarten. Ich versuche den Text gerade dort unten zu lesen. Ich möchte nämlich für den Typ Ventus gerne was haben. Eine haben wir schon gekauft. Aber ich möchte das auch nicht so haben, dass irgendwie die Torkarte nur darauf basiert, einen speziellen Gegner zu vernichten. Zum Beispiel gegen Feuer oder sowas. Also, dass wir nur gegen Feuer so einen Bonus bekommen. Und das wäre ja unsinnig. Da hinten hatte ich aber schon irgendwas gesehen. Gibt es hier irgendwas für Ventus? Wenn sich die Eigenschaft deines Bakugans von der deines Gegners unterscheidet, bekommt dein Bakugan plus 100 G-Power-Punkte. Nur wenn sich die Eigenschaft unterscheidet. Was ist das? Oh, das ist voll cool! Während eines Kampfes plus 150 G-Power-Punkte. Das wäre doch super für Ventus. Kaufen wir uns. Kaufen. Das ist ideal. Eine super Karte. Gibt es mehr davon? Ne, hier ist wieder ab 50 Punkte. Also plus 50 Punkte. Und hier plus 100. Davon haben wir schon eine. Und deshalb ist diese Karte auch ausverkauft. Plus 150, gut, die haben wir jetzt schon. Aber das hier wird doch auch gar nicht so schlecht, oder? Oder irre ich mich da? Das wäre sogar recht gut. Plus 100 Punkte. Und es muss nur ein anderer Typ sein. Nee, die nehmen wir nicht mit, weil wir ja noch eine Karte für Leonidas haben, die nur für Leonidas bestimmt ist. Und da Leonidas unser Hauptbakugan ist, wäre es ja unsinnig, die Karte dann rauszutun. Daher reicht diese Karte erstmal aus. Ein neues Bakugan werden wir uns erstmal nicht kaufen, denn ich bin mit unserem Team erstmal recht zufrieden. Wir gehen wieder in die Wettkampfarena und tauschen dort mal unsere Karten aus. So, dafür gehen wir hier rauf. Und das ist dieser Stapel. Dafür müssen wir auf 2 gehen. Da sind alle maximal unsere Bakugans. Haben das maximale Level schon erreicht. So, welche Karte legen wir ab? Und ich glaube, die Entscheidung wird uns nicht schwer fallen. Ich denke, wir trennen uns von dieser Karte. Plus 60 Punkte. Warte, das war völliger Mumpitz, was ich da gemacht habe. Mist. Ich kann ja nur diese Karte austauschen. Oh, das war so doof. Nein. Ich bin so bescheuert. Ich bin so bescheuert. Oh Mann, oh Mann. Es war besser, diese Karte, als die andere, die wir jetzt haben. Na gut, dann müssen wir nochmal zurück. Es tut mir leid, ich bin so doof. Ja, verlassen. Komm nochmal zurück, ganz schnell. Wieder in den Bakugan-Laden. Ich bin auch bescheuert. Wir können ja nur... Karten, je nach diesen... Ja, nach diesem farblichen Unterschied reintun. Also, wir müssen eine Karte von der drin haben, von... Also von dieser Farbe und von dieser Farbe. Und wir hatten da zwei mit der gleichen Farbe. Also jetzt müssen wir eine mit dieser Farbe auswählen. Ich hoffe, da ist irgendwas für Ventus dabei. Irgendwas Gutes. Würde mich freuen.
Habe ich da schon gerade was gesehen? Das ist schon mal gut. Während eines Kampfes auf deinem Tor. Okay, man hat ja auch viele Kämpfe auf dem gegnerischen Tor. Dies neu. Während eines Kampfes plus 120 G-Power. Wenn dein Gegner einen höheren G-Power-Grundwert hat. Ist ja... Ist das oft der Fall? Eigentlich nicht, oder? Aber die Karte gefällt mir immer noch besser als die wir bisher haben, weil plus 60 Punkte bringt ja fast gar nichts. Und ich denke, dass tatsächlich... Obwohl Leonidas hat eigentlich immer mehr, oder? Ich weiß nicht. Auf dem gegnerischen Tor, das ist alles so... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich kann mich nicht entscheiden, es tut mir leid. Wir gucken nochmal ein bisschen rum. Dein Bakugan bekommt die G-Power vom Roulette. Nee, das gefällt mir gar nicht. Ganz und gar nicht. Ja, wenn das auf unserem Tor stattfindet, dann kriegen wir plus 100 G-Power-Punkte. Oder auf dem gegnerischen Tor. Da müssen wir immer auf unser Tor spielen. Und das wäre doof. Das wäre sehr doof. Komm, wir lassen das einfach so. Hat jetzt nicht viel gebracht. Es hat nicht viel gebracht, aber... Muss ja auch mal sein, oder? Tut mir leid an der Stelle. Da haben wir ein bisschen Zeit vertrödelt. Aber somit freuen wir uns erstmal auf den Kampf gegen Dan. Mal gucken, ob wir uns hier durchsetzen können. Und ob wir es bereuen, dass wir die Karten nicht gekauft haben. Diese epische Musik im Hintergrund ist echt cool. Gefällt mir auf jeden Fall. Und die Kampfpose wird immer gemacht. Immer die gleiche. Wäre ganz cool, wenn man eine andere auswählen könnte. Ist das möglich? Ich weiß es nicht. Ich denke eher nicht. Er hat auf jeden Fall Bakugans vom Typ Pyrus. Und da ist doch diese Karte ganz gut, die Spitzen. Dort wird Ventus um 150 Punkte verstärkt und Pyrus nur um 50 Punkte. Das nutzen wir gleich aus. Ja, wenn man so eine spezielle Karte hat, dann spielt man dann immer nur auf seine Torkarte und es ist halt fast immer Zufall, welche Torkarte ich treffe. Daher ist mir das einfach ein bisschen zu riskant. Wir fangen, glaube ich, mit Laserman an. Und wir werden wohl seine Torkarte treffen und so ist es auch. Aber das ist nun Dan, also der wird bestimmt treffen. Gegen Dan wird es nicht einfach. Oder? Doch, er sollte treffen, oder? Nee, er trifft nicht. Tatsächlich. Und somit haben wir schon die Möglichkeit, einen Doppelstand zu schaffen. Ja, diese Möglichkeit lassen wir uns nicht nehmen. Auf keinen Fall. Jo. Somit haben wir Doppelstand und die Karten nehmen wir an uns. Oder die Karte und die Bakugans. Und somit sind wir in Führung. Ein wichtiger Punkt. Er spielt die nächste Torkarte. Wird er aber auch treffen, ist die Frage. Das mag ich fast zu bezweifeln, aber er trifft. Ein Bakugan mit 330 Punkten. Und das Bakugan können wir eigentlich leicht mit Leo niederschlagen. Oder mit einem anderen. Ne, ich setze Leonidas ein. Ich habe auch gar keine andere Wahl. So. Dann wollen wir mal kämpfen, würde ich sagen. Und das können wir sogar gewinnen. Und an dieser Stelle hätten wir eventuell die eine Karte gebraucht. Dass wir unser Bakugan verstärken können, wenn wir auf unserer Karte spielen. Obwohl, wir haben ja eine Karte, die Leonidas verstärkt. Daher
Vielleicht wäre Leonidas dann einfach zu überpowered, aber wäre doch auch nicht schlecht gegen so einen richtig starken Gegner. Das kann ja auch mal vorkommen. Dass der Gegner dann richtig stark ist, wie zum Beispiel bei Julie. Da hatte ja ein Bakugan mal 510 G-Power-Punkte und wenn man dann so ein starkes Bakugan als Gegner hat, dann müssen wir eigentlich nichts draufsetzen, oder? Wir lassen das einfach mal so. Dann könnte man die Karte wohl gebrauchen. Und ich weiß nicht, wie stark die Endgegner sind. So, was kommt nun? Ach, dieses Spiel. Das verflixte Spiel. Nee, das verflixte Spiel ist, glaube ich, das Schießen. Das kann ich gar nicht. So, schütteln. Bisher haben wir eigentlich alles mitgenommen, was geht. Schütteln, B, A, B. Das könnte jetzt schwer werden. Und da habe ich mich, glaube ich, sogar verdrückt. Und da müssen wir schütteln. Hat soweit alles geklappt. Und somit haben wir unseren zweiten Punkt. Ja, 2 zu 0. Super. Gut, Dan. Was machst du nun? Eine Torkarte. Wir müssen nur noch einen Kampf gewinnen. Um gegen Dan zu gewinnen. Aber ich denke, dass das hier dann sein bestes Bakugan ist. Also Dragonoid, ne? Heißt er, glaube ich. Und ich glaube, den wieder nicht einfach verschießen, oder? Was macht er da? Gibt's nicht. Das gibt es einfach nicht. Es kann nicht wahr sein. Und da wir jetzt auch wieder mit Leonidas spielen können, denke ich. Doch, müssten wir haben, Leonidas, oder? Ja. Dann spielen wir auch die dementsprechende Torkarte, würde ich sagen. Und zwar hier vorne hin. Das ist ja schon die Torkarte Leonidas. Das sieht aber auch ultra cool aus. Leonidas in Chaos. Mit Gold und sowas. Ultra cool. Richtig, richtig, richtig cool. Gefällt mir sehr gut. Vielleicht hätten wir auch Chaos nehmen müssen statt Ventus. Dann wären wir aber jetzt ein Vorteil und das wäre doch ein bisschen zu easy, oder? Daher, wir wollen hier die Herausforderung, mehr oder weniger. So, jetzt, darauf spielen wir Leonidas und das ist, glaube ich, ganz clever. Gut. Jetzt ist Dan dran und er wird wahrscheinlich jetzt seinen Bakugan auf das Feld von Leonidas schmeißen. Und das könnte sogar Dragonoid sein. Sieht zumindest so aus. Von der Kugel her und er versagt. Er versagt schon wieder. Und somit ist der Sieg zum Greifen nahe. Der Sieg ist im Greifen nah. Wir müssen einfach nur noch unsere Torkarte treffen. Nicht Ventosturm, nein. Das wäre nicht so toll. Da unten hin. Nein! Es könnte sein, dass wir jetzt nicht treffen. Doch! Das Gleiten hat funktioniert. Doppelstand. Und somit gewinnen wir gegen Dan. Wieder nur durch Doppelstand. Okay, das hat gereicht. Das freut mich. Doch ja, warte. Einen Kampf haben wir tatsächlich gemacht. Hier, besiegte Bakugans. Belohnung, 330p. Darauf achte ich ja nicht so sehr. Es ist schon fast an der Zeit für ein Spiel. So, jetzt schauen wir uns mal unseren nächsten Gegner an. Es ist kein anderer als... Oh, Masquerade. Und das könnte verflixt schwer werden. Das wird schwer gegen Masquerade. Das sparen wir uns für die nächste Folge auf. Dann bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann. Erstmal ciao.